Seid gegrüßt, herzlich willkommen, moin moin liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren kleinen Mod-Info-Folge hier auf meinem Kanal. Ja, ich zeige euch mal wieder an, was ich jetzt gerade bastel, wo Probleme waren, was jetzt aber vielleicht auch funktioniert. Und dann werden wir uns im weiteren Videoverlauf nochmal wieder anschauen, welche Mods jetzt in den ersten 5-6 Tagen praktisch schon mal in den Mod-Hub geschafft haben und was man sonst noch so aktuell an Mods findet. Und ja, mich würde natürlich auch interessieren, welche Mods nutzt ihr denn schon von denen nachher, von den gezeigten. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ne? Nach einem kleinen Intro legen wir los. Die Frage, woran bastel ich gerade? Einige von euch waren ja im Livestream dabei und haben es am Sonntagnachmittag gesehen, was Sache war, wo ich Probleme hatte, wo es jetzt aber doch eine Lösung vielleicht auch gibt. Also, ich bastel gerade an diesen Mods, die man jetzt hier so sehen kann, die ersten stromproduzierenden Hallen dann praktisch fertig. Bevor ihr jetzt fragt, wann kommt das in so einem Download? Irgendwann in den nächsten Tagen, denke ich. Ne? Ich muss noch ein bisschen ein paar weitere Hallen vielleicht fertig machen und dann denke ich, gibt es das als Update vom Produktionspack, ne? Vom Fett-Produktionspack, dann demnächst zum Download. Also was gibt es? Stand jetzt haben wir hier die Pultachhalle in der Form, in der langgezogenen Form, in der etwas nach hinten breiteren Form und eben auch in der hohen Form für höhere Geräte. So haben wir auf jeden Fall wieder schöne platzierbare Pultachhallen, die auch gleichzeitig logischerweise die Stromfunktion innehaben. Das funktioniert alles schon, das Produktionsskript. Das sind zwar jetzt leider noch keine, so wie ich das gesehen habe, sonnenabhängige Produktionen. Das kriegt man wahrscheinlich später erst mit Hilfe von Revamp wieder rein. Hier fehlt noch die Übersetzungsdatei, das kommt dann noch. Wie gesagt, ich bastel da gerade dran, von daher, ne? Ist jetzt nicht weiter wild. Die Produktionsstätten haben natürlich unterschiedliche Strommengen, die sie produzieren. Das kommt dann immer so ein bisschen darauf an, wie groß die Halle ist und ja, wie viele Photovoltaikmodule ungefähr auf den Hallendächern oben drauf liegen. Ja, das Ganze, wie gesagt, funktioniert schon, aber für Photovoltaikhallen haben wir ja auch im 22er immer Wartung gebraucht und dafür ist natürlich dann wieder mit am Start die Werkstatt. Werkstatt kann aus 3 Schienen hier aktuell Wartung produzieren. Ich denke, und da könnt ihr auch gerne in den Kommentaren eure Meinung reinschreiben. Was haltet ihr davon, wenn ich jetzt hier nicht nur Bretter nehme, sondern dass wir auch so ein bisschen auf dieses Thema Zement, Holzbalken, lange Planken und Steine sozusagen, was es denn sonst noch so an Baumaterialien im Standard gibt, um halt vielleicht noch ein bisschen mehr Wartung rauszuholen, um nachher nicht wieder, ich sag mal, gezwungen zu sein, 3 Werkstätten oder 4 Werkstätten, wie auch immer, auf der NFMAR später mit dem Fettproduktionspack zu platzieren. Ne? Könnt ihr gerne reinschreiben. Würde mich freuen, wenn ihr da ein bisschen eure Meinung zu kundtut. So, denn auf mehrfachen Wunsch hatten sich einige gewünscht, habe ich jetzt gerade eben auch mal schnell geschaut, und zwar ein Thema Heutrocknung würde ich mit reinpacken ins Pack auf dieser Gebäudebasis. Da ist jetzt ansonsten am Gebäude selbst nichts geändert, nichts erweitert, denn nach wie vor gilt aktuell kein Giant-Editor für den LS verfügbar und dementsprechend müssen wir hier entweder mit alten LS22 Modellen arbeiten, die ein bisschen umgeschrieben werden, und sonst eben den LS25 Dateien aus dem Originalspiel und die halt so ein bisschen ergänzen. Hier ist Stand jetzt, gibt es 2 Heuschienen am Gras. Ich weiß gar nicht, warum unten auch Gras steht. Eigentlich müsste da Heu stehen, aber ist das im Spiel so? Naja, das verstehe ich noch nicht. Auf jeden Fall ist das Symbol anders und ich habe den noch nicht getestet, also soweit bin ich noch nicht. Aber ich habe ihn auf jeden Fall spieltechnisch fertig und ohne Fehler in der Lok. Da schon mal ein ganz guter Start. Also 2 Schienen, einmal Heu aus Diesel und einmal Heu aus Strom. Und ja, könnt ihr ganz einfach hier vorne Ballen oder Stroh dann abgeben. Genau, Ballen, Heu, nee, Gras in Heu, Gras in Ballen oder in loser Form. Meine Güte. Und dann das Ganze praktisch zu Heu verwandeln und hier dann Heu wieder in Schüttgutform auslagen. Sollte funktionieren, muss ich noch testen, mache ich im Livestream am morgigen Tage. Ja, das ist das, woran ich gerade bastel und will noch ein paar weitere Hallen fertig machen. Von den anderen muss ich noch mal gucken, auch diese Durchfahrhallen und so weiter. Und ja, dann mal gucken, was ich als nächstes bastel, das weiß ich noch gar nicht so genau. Aber gut, wir gucken uns mal an, welche Mods haben es denn jetzt eigentlich schon in den Mod-Hub geschafft. Denn man kann sagen, mittlerweile die Modding-Szene schläft nicht, also wenn man so sieht, was da im LS alles schon reingekommen ist. Das ist schon echt beeindruckend, finde ich, für die kurze Zeit. Wir müssen immer noch sehen, das Spiel gibt es eigentlich erst seit 5 bzw. jetzt 6 Tagen. Morgen wird das Spiel eine Woche alt.
Und wir haben schon echt diverse Mods. Ja, was ist neu reingekommen in den Mod-Hub? Was wir beim letzten Mal vielleicht noch nicht gesehen haben, ne? Also was wir, glaube ich, gesehen hatten, sind diese erweiterten Geschichten. Also mehr Tiergehege möglich und mehr Produktionen möglich. Wird man mit Sicherheit irgendwann brauchen. Kann aber auch sein, dass es im Revamp wieder integriert ist. Weiß ich nicht. Wenn es jemand weiß, schreibt es gerne rein. Denn wir sind alle mehr und helfen uns gegenseitig auch in den Kommentaren vom Video. Also wie gesagt, ansonsten, wenn man halt schon so weit ist, gute Mods kann man gut nutzen. Perfect Edge hatten wir auch schon gesehen und die runderen Ballen hatten wir auch schon gesehen. Das sind auch alles Mods, die man praktisch in-game nutzen kann. Die kann man hier über die Seite, wie ihr oben seht, farming-simulator.com runterladen im Mod-Hub und in seinen Mod-Ordner reinpacken und gut ist. Also hier haben wir dann noch ein bisschen was noch echte Uhrzeit im Spiel. In den Frontgruppe hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen. Special Offers. Dieser Mod überprüft regelmäßig die Sonderangebote beim Fahrzeughändler und benachrichtigt dich bei neuen Maschinen. Also es gibt eine kleine Information, ne, von wegen Achtung, ein Angebot für Skoda Kodiaq. Alter, ich habe einen Sprachfehler. Ne? Ich habe auch echt heute schon viel gestreamt und jetzt sage ich heute Abend mal nochmal schnell die Mod-Info. Sprachfehler auf jeden Fall am Start. Auf jeden Fall seht ihr da die unterschiedlichen Sonderangebote. Autoturn, ja, links und rechts blinken ist wahrscheinlich auch eine ganz geschickte Geschichte, glaube ich, wie in Real Life, wenn man jetzt blinkt. Von IFCO, Nator, der macht auch wirklich sehr, sehr gute Script-Mods. Diese Spezialisierung sorgt dafür, dass die Blinker nach dem Abbiegen automatisch wieder abgeschaltet werden. Also ihr blinkt, biegt ab und dann geht der Blinker wieder aus wie in Real Life. Nicht so, dass du erst den Blinker wieder selber betätigen musst, damit er aus ist. Also an sich auf jeden Fall auch eine Empfehlung, gerade für die Realismus-Spieler eigentlich ein Muss, ne? Glaube ich zumindest. So, Ballen frühzeitig abladen, finde ich, ist auch für von der Farming Agency ist das Ganze hier auch eine sehr gute Empfehlung, meiner Meinung nach. Denn wenn man auch gerade so dran denkt, also Ballen früher abladen heißt eigentlich, ja, man kann halt wahrscheinlich auch halbfertige Ballen abladen, da ist dann halt weniger Füllvolumen drin. Aber so habt ihr die Möglichkeit, bei den Baumwollernter-Missionen zum Beispiel, daran nicht zu scheitern, weil nicht genug abgegeben werden kann, sondern da wird man wahrscheinlich dann eben auch so halbfertige Ballen schon ausladen können. Also von daher auf jeden Fall auch ganz praktisch. Und die Rundbeinpressen-Erweiterung ist für entspannteres Gameplay, kann man so sagen, kurz zusammengefasst. Mit diesem Skript stoppt der Traktor, wenn die Rundbeinpresse fast voll ist. Also ab einem Füllstand von 90% wird die Höchstgeschwindigkeit reduziert und dann stoppt er halt kurz. Und man muss selber nicht immer darauf achten, weil sonst hat man häufig das Problem, man fährt ein kleines Stück zu weit, dann setzt man wieder zurück und schon hängt man auf dem Rundbein und fährt sich fest. Ne? Haben wir gehabt, kann passieren. Und da muss erst jemand kommen, wenn man nicht gerade einen starken Bauern hat, muss erst irgendwie ein anderes Fahrzeug kommen und Rettungsmaßnahmen machen. Ja, das sind die ganzen Mods, die es bisher in den Mod-Hub geschafft haben. Ich denke, in den nächsten Tagen wird es da mit Sicherheit mehr geben. Und ja, was letztes Mal auch ganz gut funktioniert hat, nehmen wir mal Forbidden Mods jetzt hier. Jetzt habe ich gerade mal den Blocker an. Und zwar Forbidden Mods. Insgesamt, liebe Leute, gibt es mittlerweile unglaubliche 341 Mods. Und bevor es jetzt wieder heißt, ich mache Mods schlecht, sage ich gleich pauschal. Es gibt schlechte Mods, es gibt aber auch viele gute Mods, es gibt brauchbare Mods und jede kleine Änderung, weil auch einige sagen, das sind ja gar keine Mods, da ist ja nur eine Zahl geändert. Jede Modifizierung ist ja so per se eigentlich schon ein Mod, weil es eine Modifizierung ist, eine Änderung. Und wenn man nur aus einem Trecker, der vorher 15 km/h gemacht hat, einen Trecker macht, der 25 km/h fährt, ist es auch ein Mod. Und für die Mecker-Heinis, liebe Leute, setzt euch selber hin und macht selber Mods und stellt die dann der Community kostenlos zur Verfügung. Egal, ob sie mehr Kapazität haben, in euren Augen unrealistisch sind oder wenn ihr meint, das ist blöd, dann stellt halt die Mods realistisch ein und bringt die zum Download. Aber nur meckern, das hilft nun wirklich niemandem. Ne? Also das bringt gar nichts. So, was haben wir denn Schönes Neues? Wir haben wieder so einen Teleskoplader, noch einen Teleskoplader. Da müsste man jetzt immer noch mal reingucken. Wie gesagt, ich teste nicht die einzelnen Mods. Ich habe da jetzt keinen Einfluss drauf, ne? Ob das gute Mods sind, ob das keine Mods sind, die man nicht braucht oder braucht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Jeder Mod hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Das kommt ein bisschen häufig, die Werbung, ne? Die Information. Und von daher kann man sich das ruhig in Ruhe mal angucken, was es denn alles Neues gibt. So, ich lasse das jetzt erst mal kommen. Später. Die Sämaschine wurde vom Stand entfernt und ermöglicht Aussaat von Pflanzen, die mit Einzelkorn-Sämaschinen gesät werden können. Ja, also Multifruit. Ne? Also das ist praktisch eine Bettner Omega FL Edit. Wir haben auch jetzt, wir werden gleich merken, relativ viele Mods. Ich kann jetzt nicht in die einzelnen Mods reingehen, das nervt ja so. Ne?
Beschleunigung der Zeit. Dadurch können wir noch ein bisschen mehr vorspulen. Ein Lagerschuppen, automatische Beladung. Das, glaube ich, ist wieder ja, so ein Objekt-Storage, würde ich vermuten. Nach dem Standardprinzip. Dann haben wir hier schon tatsächlich eine umgebaute Papierfabrik von AG Fun Mods, also auch die Produktionsmods. Die hauen rein. Also, ne, wie gesagt, Papierfabrik, da muss ein bisschen Holz rein, da muss ein bisschen Strom rein, da muss, kommt ein Output, da haben wir tatsächlich auch schon Strom. Zyklen pro Stunde 10 und Kosten pro aktiver Stunde 50. Wie das Ganze ist durchkalkuliert, Kosten auf 125.000 reduziert. Ich weiß nicht, ob da eine Kalkulation hinterhängt, also eine Amortisierungskalkulation oder ob das einfach nur so auf, von wegen, ja, ich habe das Gefühl, ich nehme mal den Preis. Ich weiß es nicht. Kann der Modder uns gerne drüber in Kenntnis setzen, denn wissen alle mehr. So, ja, BP ist auch wieder aktiv hier, der Schweizer. Hat die Anhänger ein bisschen geändert. Eigene Marke, zusätzliche Kapazitätwahl und Wahl der Felgen und Außenfarbe. Dann haben wir noch irgendwie andere Scheibenecken hier oder sowas in der Art. Noch mehr Träger. Ein kleiner Misthaufen. Ein Fanpack. Ein Roman. Ja, also hier unterschiedliche Radios. Dann haben wir Kuhstall. So wie es aussieht, wahrscheinlich vermutlich mit erweiterter Kapazität. Dann gibt es auch den Kuhstall mit Fütterung mit erweiterter Kapazität. All das kann man jetzt alles schon runterladen, wenn man es dringend braucht. Ist völlig in Ordnung. Und ansonsten sage ich natürlich, aus meiner Sicht wird sowas auch logischerweise in Modpack später wieder mit drin sein. Aber eigentlich denn, wenn der Giant City zur Verfügung ist, weil ich natürlich auch gerne theoretisch wieder ein Güllebecken beim Rinderstall sehe mit einer animierten Füllplane. Wenn viel Gülle da ist, ist Plane hoch. Wenn ne, keine Gülle da ist, ist Plane niedrig. Das kann ich halt aktuell noch nicht so richtig gut basteln. Und ich weiß nicht, ob ich das Objekt tatsächlich so 1:1 aus dem 22er rüber switchen könnte. Aber das wäre halt auch eine Menge Zeit, so oder so. Ja, ein Class Xerion mit 1000 PS. Scheint wohl noch ein bisschen mehr zu sein, als das Standardmodell schon so übrig hat. Und, dann sehe ich eigentlich den Chat gerade eingeblendet. Was denn? So. City Map, so platzierbare Schilder. Eine Hochleistungsschaufel, Radlader vermutlich noch mit ein bisschen mehr Kapazität. Dann haben wir noch ein paar Ladewagen. Ja, eigentlich alle Ladewagen, weil verringerte Abladegeschwindigkeit. Verringerte Abladegeschwindigkeit, okay. Meistens immer wollen alle mehr und schneller und größer und hier ist halt einer dafür, dass es ein bisschen verringert wird. Die Abladegeschwindigkeit ist auch völlig in Ordnung. Hire Helper Tool, noch was für die Helfer, das ist glaube ich für die Hire Helper Tool ist praktisch eine, damit grenzt oder nimmt man die Grenze raus der Anzahl an Helfer, die man einstellen kann. Multiple Missions, da haben wir auch mittlerweile schon unterschiedlichste Versionen. Da muss man, wie gesagt, auch ein bisschen aufpassen. Jetzt nicht speziell auf diesen Mod, sondern man muss einfach nur aufpassen, dass man nicht nachher vier Mods zum gleichen Thema sich in den Mod-Ordner reinschiebt. Weil das ist im Zweifel überflüssig. Da muss man halt gucken, welcher komplett funktioniert, welcher keine Logfehler schreibt. Und Multiple Mission ist halt auch wieder sowas, dass man einfach kann reinklicken. Wir sehen den. Ne? Hebt die maximale Anzahl an ausführbaren Missionen auf. Was muss ich tun? Man muss nicht viel tun, außer den Mod reinpacken. Veröffentlichen nur mit Original Download Link, kein Ersatzlink. Das Verwenden sowie erneutes Hochladen ist nicht gestattet. Das ist die Happy Loser. Ja, also ich glaube, das ist dann auch vom Originalen. Konvert LS22 zu 25. Also vieles ist einfach so konvertiert worden. Ja, später irgendwann. So, Radio, USA Radio. Nochmal die Flüssigkeiten-Trailer nochmal wieder geändert. Den Crazy Silage Kompaktor Pack, da kann man seine Silage dann schneller mit verdichten, also das Silo einfach schnell platt fahren. Noch mehr unterschiedliche Radios. Pocherie ist ein Schweinestall, eine Amazone, also die Amazone, das ist vielleicht für einige auch nochmal interessant, ne? Die Amazone Düngerstreuer können dann eben auch Kalk nehmen. Ja, hier nochmal wieder weitere Gehegegeschichten, automatischer Wassertank für Gewächshäuser, da kann man so einen Wassertank, glaube ich, platzieren und dann hat man halt unbegrenzt Wasser bei den Gewächshäusern. Macht sich das also auch noch einfacher. Aber was, ne? Überall ist Nachfrage vorhanden nach allen Mods, wie ich vorhin schon mal sagte, auch wenn das für mich nichts ist, mir das jetzt zu leicht wäre, einfach eine Dauerversorgung reinzumachen ins Gewächshaus. Dann kann ich auch gleich sagen, dass es eigentlich kein Wasser verbraucht und die ganze Zeit produziert. Ja, wie gesagt, für mich persönlich ist nichts, aber es gibt eine Daseinsberechtigung. Ihr seht, mindestens fast 1000 Leute haben sich da schon runtergeladen. Also alles schick, alles gut, ne? Nur weil ich das nicht brauche und nur weil ich das nicht gut finde, ist es nicht allgemein, Leute. Ja, von daher alles gut. So, zwei neue Bunkersilos. Noch ein Lager für Flüssigdünger und Herbizid. Dann nochmal wieder Tankanhänger, so ein kleiner. Dann hat BP nochmal
den Steinesammler geändert mit Kapazitätsauswahl. Wahrscheinlich auch ganz praktisch, können wir vorstellen, mit ein bisschen mehr Kapazität und erhöhter Arbeitsgeschwindigkeit beim Steinesammler ist, glaube ich, für viele auch interessant. Finde ich persönlich sogar deutlich interessanter als kein Wasser da, aber das ist, wie gesagt, persönliches Ding. So, erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bei den Grubbern und so, Umbau von Grubber zu Flug- und Felgenauswahl. Ja, das ist gut, wobei ich eigentlich eher denn der Freund darauf bin, dass wir, das, also ich selber komme da wahrscheinlich nicht so, dass einer mal, das wird es bestimmt irgendwann geben, ein umfangreiches Grubber-Flugpaket macht, wo man den Grubber im Shop ganz einfach umkonfigurieren kann, dass man dann entweder sagt, so, heute bist du Grubber, dann fährt man wieder zum Shop oder zu einer Werkstatt, ne, und oh, knack, konfiguriert das Ganze dann wieder um. Das ist natürlich, würde ich besser finden später, weil da muss man nicht einen Flug haben oder einen Grubber, sondern hat halt ein Gerät, was man konfigurieren kann im Shop. Ähnlich wie die Walze zum Beispiel damals in 22er. So, Anzahl der Multiplayer-Farmen erhöht. Bisher ist die Grenze wohl recht klein gehalten für Multiplayer-Farmen. Ein 10 Millionen Kreditlimit. Contract Service, Server Provider. Das war, glaube ich, auch schon wieder mit mehr. Ne, bist du es leid, genau, das ist auch wieder, bist du es leid, Standard-Game nur 3 Missionen gleichzeitig anzunehmen. Und ja, muss man immer lesen. Also ich nutze diesen Mod und habe keine Errors. Einige haben wohl Errors, einige nicht. Da muss man eben auch gucken, ist das das Originale? Dankeschön, 60er Johnny sagt auch, das funktioniert gut. Schöne Grüße gehen raus. Warnung wegen dem Mod-Icon behoben. Okay, da gibt es auch schon ein kleines Fix-Update für. Also Contract Service Provider, Multi-Missions. Und da ist es das, was ich eben gerade eben gesagt habe. Da muss man ein bisschen gucken, dass man pro Thema in der Regel wirklich nur ein Mod sich reinpackt und nicht drei Mods vom gleichen Thema, weil das wird auf Dauer nicht gut sein, sondern dann lieber manchmal, wie schon mal sagte, weniger ist manchmal mehr und dann lieber nur einmal einen Mod reinpacken, der die Missionsgrenze aufhebt als nur drei, als drei. Wahrscheinlich tun sie im Endeffekt irgendwo ja doch alle das Gleiche. Ja, hier der Gruppe auch ganz praktisch als Flug umgebaut, also da gibt es tatsächlich schon eine Handvoll Fahrzeuge. Wie gesagt, ich würde es gut finden als Option. Ich werde mir jetzt nicht für jeden Grubber da irgendwie auch einen Flug reinpacken, aber es gab schon einen mit einer Option, meine ich. Eine 50.000 Liter Löffel für Teleskoplader und auch da wurde ja gemeckert unter dem letzten Video. Auch ich bin kein Fan von extrem krass übertriebenen Geschichten, auch, wenn's, ne, auch wenn der einachsige Kalkstreuer natürlich mit 25.000 Kapazität schon hart an die Grenze geht. Ist natürlich auch eine 50.000 Liter Schaufel schon hart an der Grenze und auch da gilt, wer damit spielen möchte, warum nicht? Nutzt es. Ist gut. Also, ne, wie gesagt, jeder Mod, der das Spiel verbessert von irgendjemandem, ist, solange nicht einfach pauschal geklaut ist und einfach neu wieder hochgeladen wird, ist ein guter Mod. Und wenn man halt nur Werte geändert hat. Und wenn man darüber meckert, wie ich gerade eben schon mal gesagt habe, selber besser machen. So, der, weiß ich nicht, hat wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr Kapazität gekriegt, der Kleine hier. Dann haben wir eine Feldfabrik. Das ist schon mal zur Herstellung von Dünger, Kalk und Saatgut. Ist für mich persönlich ist es nichts. Aber kurz gezeigt, was kann das Ganze? Das ist eine Produktionsstätte, wo man tatsächlich dieses eine kleine Gebäude hat und dort kann man schon ein bisschen Dünger herstellen, Herbizide, Kalk, Mineralfutter und Saatgut mit schon einer gewissen Menge, gewisse Zyklen pro Tag. Also wer das braucht, ist, denke ich, schon gedacht, ist damit auch erstmal ganz gut bedient. Farming Play 25 ist irgendwie Startoptionen. Dann haben wir den Krone. Dann haben wir dann die Krone-Anhänger mit einem John Deere-Zeichen drauf. Okay, wer es mag, da mag einer gerne John Deere. Wahrscheinlich hat die Krone rausgenommen und John Deere-Zeichen draufgepackt. Dann gibt es noch einen weiteren Mod zur Stoppelzerstörung. Da hatten wir vorher beim letzten Mal auch schon was gesehen. Das ist wieder ein Mod, den man halt, wo man seine Spieldateien überschreiben muss. Und davor kann ich, wie gesagt, nochmal warnen. Für Singleplayer gar kein Problem. Für Multiplayer kann das problematisch werden. Und man kann sein Spiel im Zweifel nicht mehr Multiplayer-tauglich zerschießen, wenn man im Laufwerk C auf dem Spieleordner irgendwelche Dateien austauscht. Ne? Also das ist mit Vorsicht zu genießen. Dann gibt es weitere Shader-Mods. Die Fräsen, was können die Fräsen denn? Die Fräsen machen den Boden nicht mehr kaputt, glaube ich. Ne? Baumstumpfen aus dem Basisspiel, jedoch ohne die Option, jedes Mal ein Feld zu erstellen, wenn sie einen Baumstumpf entfernen. Das ist schon mal ganz praktisch. Die Fräse fräst dann, ohne irgendwas kaputt zu machen. So, French Temporary Science, Base, Valtra, hier ist noch eine Zementfabrik nochmal irgendwie leicht geändert wahrscheinlich, was das genau geändert ist, müssen wir mal gucken. Ja, hier ganz praktisch wohl, dass man dann auch die Steine vom Feld nutzen kann, das weiß ich nicht, ich habe noch nicht genau geguckt, ob die tatsächlich unterschiedlich definiert sind, kann aber auch sein, wahrscheinlich, dass der Trigger vielleicht das vorher nicht kannte oder so,
Auf jeden Fall kann man die Steine vom Feld benutzen. Neue Vehicle Shader, noch ein Universal, kleines Tankfass. Dann noch wieder ein paar mehr von den Teleskopladern. Eine 20-mal schnellere E-Tankstelle, also für die Stromfreunde. Das muss ich natürlich auch nochmal gucken, würde mich auch später interessieren, dass man praktisch, also muss ich mal gucken, da wird ja noch irgendwie ein Loading-Trigger bei sein, ein sogenannter, wo man denn seine E-Fahrzeuge auffüllen kann. Wäre ja ganz praktisch, wenn die Photovoltaik-Hallen später aus meinem Produktionspack, dass man da auch mit dem E-Fahrzeug hinfahren kann und seinen Strom aufladen kann. Also versucht habe ich das Ganze logischerweise noch nicht. Neue texturierte Konstruktionen, also die Gebäude mit ein bisschen anderer Textur drauf. Case, Träggers, weitere Träggers, Safe Game, Farmtag Additional Game Settings, erweiterte Einstellungswahl, noch ein hier Gabelstapler, nochmal ein PKW, Dolly Extension, also ist ganz, ja okay, man kann also hinter Mähdrescher eine Ballenpresse ranhängen, glaube ich sozusagen, wenn ich das sehe, genau, also für die da so ein bisschen, aber auch ganz praktisch auf Abstand, das ist so eine kleine Überbrückung wohl dazwischen. Ist natürlich nicht ganz unpraktisch für diejenigen, wie gesagt, wenn man da das in einem Schritt machen möchte mit Krone Big M und gleich die Ballen hinten ran wickeln möchte oder pressen mit Quader, schon praktisch. Und das Ganze geht wohl auch mit Mähdrescher. Sieht natürlich mit diesem Adapter dazwischen so ein bisschen fragwürdig aus, macht es ja aber nicht schlecht. Ne? Wie gesagt, nur weil ich sage, das ist fragwürdig für mich optisch, ist es ja trotzdem funktionabel. Aber wie gesagt, Geschmackssache, nicht ganz mein Geschmack. So, mit dem John Deere ist noch irgendwas geändert worden, was auch immer. So, Buying Station, na gut, die ist bei mir im Modpack mit drin, die gibt es hier nochmal extra. Hier ist eine platzierbare Einkaufsstation, an der Sie Feldfrüchte und Flüssigkeiten kaufen können. Okay, Flüssigkeiten habe ich nicht eingetragen. Das ist eigentlich ganz praktisch, das ist nochmal eine Überlegung wert, auch ich lerne dazu. Da hätte ich auch einfach die Flüssigkeit reinpacken können, ja, dann kann man da auch Gülle, Gärreste und was weiß ich an Flüssigkeiten einkaufen. Ich glaube, ich habe einfach nur die Schüttgüter definiert, nicht die Liquids, also die Flüssigkeiten. Ist eigentlich ganz praktisch, wenn ich tatsächlich einen weiteren Mod testen möchte, sollte ich da tatsächlich auch mal die anderen Sachen eintragen. Also, da gucke ich jetzt ab, ne? Jetzt guckt der Fett ab und macht das in seinem eigenen Mod. Also wie gesagt, die Buying Station habe ich schon, aber die Idee, da auch einfach Flüssigkeiten reinzubauen, die hatte ich in dem Moment nicht. So, Display for Tool Position. Ein Display for Tool Position? Was ist das? Modifizierte Konvertierung von RALF 08F19 Mod Anzeige für Werkzeugposition. Okay, Spezialisierung ist auf IFCO-Skript umgestellt, modifiziert. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht alles. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Keine Ahnung. Sind eine Menge Kommentare, das gucken wir uns nicht im Detail an. So, ein Hühnerstall mit mehr Platz, bis zu 2000 Population. Auch das ist nicht schlecht. Wie gesagt, ne, ich weise immer nur darauf hin, dass ich logischerweise sowas auch alles mache, aber bei mir dauert das halt. Ne? Das kennt ihr aber auch, so ein Modpack und so ein Produktionspack in dem Umfang vom LS19, LS22 kann nicht innerhalb von 2-3 Wochen und auch nicht innerhalb von 2-3 Monaten in vollständiger Art und Weise im 25er angekommen sein. Für die, die nicht warten können, für die sind das gute Optionen. Ne? Auf jeden Fall. So, nur noch. Riverbend Springs, ein Starterhof, ein MF-Pack, Case, Puma Pack, was da immer alles geändert worden ist, muss man sich im Detail durchlesen. Class Harvester Pack, ein Krone Pack. An sich sind das alles halt die Mods, das sind alles nicht die Mods, das sind alles Standardspiele, wo ein bisschen was geändert worden ist. Rhone realistisches Sound Update, Class Lexion aus dem 22er V. Also da sind wahrscheinlich ein paar coolere Sounds hinter. Würde mich interessieren, liebe Leute, wenn ihr damit spielt, das mal getestet habt, wenn ihr sagt, oh ja, die Sounds sind echt genial und das könnt ihr empfehlen, schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare rein. Dann wäre doch allen ein Stück weit geholfen und man weiß, jo, das sollte man nehmen. 25 Shader-Voreinstellungen. Ich lade meine Voreinstellung hoch. Vielleicht gefällt sie jemand und es macht Spaß, damit zu spielen. Also sieht an sich schon mal, ja, sieht ein bisschen unscharf, aber das ist halt die Außenansicht. Weiß ich nicht. Shader ist auch immer so eine, Shader ist eine komplette Geschmackssache, wo auch man das pauschal gar nicht sagen kann, weil jeder einen unterschiedlichen Geschmack hat. Dann kommt es auch auf den Monitor drauf an, dann kommt es auf das persönliche Setup drauf an. Also Shader kann man halt nicht verallgemeinern. So, hier ein Multisilo, das alles nimmt, auch Flüssigkeiten. Okay, da ist alles reingehämmert worden. Weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar schon mit Ballenträger verbaut ist, denn bei mir, wisst ihr ja, fehlt der Ballenträger noch, weil Giants Editor nicht verfügbar ist. Hier, das ist auch was Bekanntes, glaube ich, ne? Bei Verwendung und Lieferung wird eine Liefergebühr. Dann lassen sich die Einkäufe gegen eine Gebühr
liefern. Also da kann man sich praktisch sagen, irgendwo welche, wo man die Fahrzeuge haben möchte, und dann zahlt man ein paar Euros mehr. So, können wir mal ein bisschen Werbung. Dann gibt es hier noch einen Chicken Barn. Hier gibt es auch noch, also überall einfach das Ganze mit ein bisschen mehr Platz. Hier ist auch nochmal ein Heulager. Wahrscheinlich auch mit mehr Platz. Verbesserter Heuboden. Verbessert heißt, ja, wahrscheinlich einfach nur mehr Kapazität, oder? Weiß ich nicht. Kann ich so nicht sagen. So, Tankstelle. Retext für ein Farmbuilding. Das sieht teilweise ganz gut aus. Da macht einer schon neue Texturen für die bestehenden Häuser. Ist immer Geschmackssache, muss man sich angucken. Das wäre ein bisschen zu doll holzig. Aber wie gesagt, ist gut, wenn man irgendwas macht. Außer man macht was im Zweifel. Redal, noch ein anderer. Das ist der Tank vorne. Das dachte ich auch schon mal, das wäre praktisch, wenn man da weitere Fülltypen reinschreibt, oder? Kann transportieren Streusalz, Düngermittel und Kalk. Ja genau, da hat man nämlich einen kleinen Zusatztank für Kalk, hat man dann vorne noch dran. Oh, nee, das ist der Streuer selber, ne? Okay. Ja, Ropa Multifood Pack. Auch natürlich interessant. Das ist aber, ist das nicht die von Rolf, oder? Es gibt auf jeden Fall, der kann Zuckerrübe, Zuckerrohr, grüne Bohnen, Erbsen, Spinat, Kartoffeln, Pastinaken, Rüben, Wurzelkrauten, Reis. Weil Ropa Pack, also ich weiß nicht, ob das Rolfs Ropa Pack ist, wenn, dann empfehle ich logischerweise das von Rolf. Aber auch da kann natürlich sein, dass es einfach auch schon wieder mehrere Sachen gibt. Aber generell, wenn man diese anderen Früchte ernten möchte, muss, ne, dass man also für mich zumindest auch definitiv eine Empfehlung, einen Multi-Ernter zu nehmen für Pastinaken, Karotten und all das Zeug. Damit man nicht für jede Gemüsesorte einen Ernter braucht. Und wenn man diese Mission vielleicht auch machen möchte oder sich ein bisschen da, dann finde ich, machen die Dinger schon Sinn. Für Erbsen und für Bohnen brauche ich das jetzt nicht zwingend, weil da finde ich die Ernte aus dem Spiel eigentlich gut. Denen einfach ein bisschen Kapazität mehr geben und alles ist schick. Vielleicht ein bisschen mehr Arbeitsgeschwindigkeit, aber wie gesagt, für die anderen ist der auf jeden Fall gut. Wassertrailer, irgendwie noch ein John Deere Schneidwerk. Wir müssen mal gucken, ich weiß gar nicht, wie weit wir beim letzten Mal waren. Ah, hier ist Rolf. Hier, das empfehle ich mehr, ne? Also hier Rolf Oberpack. Der Europa Tiger 6S umgebaut, damit er neben den Zuckerrüben auch Zuckerrohr, Kartoffeln, Karotten, Pastinaken und rote Beete ernten kann. Des Weiteren ist eine zweite, stärkere Motorvariante vorhanden und er baut auch immer für die Freunde, die halt das sehr unrealistisch haben möchten, unterschiedliche Bunkervolumen ein. 43.000, 100.000 und 1 Million, was natürlich, ja, ne, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ich würde das nicht spielen. Ich bleibe bei der Standardvariante. Gut, also 43.000 reicht für mich da eigentlich aus. Und es gibt einen Warnton ab 95%. Das Abladeförderband ist ein bisschen im Winkel angepasst, damit man mit höheren Fahrzeugen auch besser abladen kann. Die Abladegeschwindigkeit ist abhängig von der Bunkergröße. Ne? Umso größer der Bunker, umso schneller lädt er auch ab. Auch alles gut. Und es gibt 4 zusätzliche Schneidwerke, damit man praktisch für jede Sorte auch ein passendes Schneidwerk hat. Ne? Also wie gesagt, auf jeden Fall auch schon ein guter Mod, und ich glaube, das basiert jetzt ja auch alles auf den 25er, ne? Vom Modell, von den Texturen, glaube ich. Weiß auch nicht, ob die Partikelanimation da noch wieder ein bisschen fehlt und nochmal irgendwann nachgebastelt wird, die Effekte sozusagen. Aber das kann man ja nochmal sehen. Kann auch manchmal sein, dass es gar nicht möglich ist, weil es ja gar keine Effekte für gibt, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall an sich definitiv eine Empfehlung wert. So, haben wir noch was? Ich glaube, nonstop hatten wir die schon, die Ballenpresse. Ja, oder? An sich aber auch gut. Eine Ballenpresse mit nonstop, mit Vorpresskammer. Also das in Kombination dann mit dem Anhalten und so weiter. Da kann man schon wieder richtig schönes Rundballenpressen draus machen. Ne? Nochmal Bunkersilux Extension. Real Speed Limit. Was macht er hier? Meiner Meinung nach wurde eine Gelegenheit verpasst, die Pumpe auf den Reisfeldern als Wasserfüllstelle zu verwenden. Ja, das stimmt. Also gar nicht so blöd. Also es ist ein Vergleich zu meinem Ackerschacht und zu dem Hydranten, dass man einfach die Pumpe als Objekt nimmt, um da dann eben wahrscheinlich kostenlos Wasser zu füllen. Ne? Und da ist sogar so eine kleine Pfütze gebaut davor. Das ist nicht, ist ganz cool eigentlich. Gebäude platzieren, dass ihrer Meinung nach eine Wasserfüllstelle sein sollte, und schon kann es los. Ja, also eine gute Idee. So, was ist im Seasons 1? Passt mit drin, ist natürlich kein Mod, ist einfach nur irgendwie eine Info oder so.
Pack 1, erstes Quartal, zweites Pack, drittes Pack. Erweiterung. Gut. Also wenn ihr denn eine Erweiterung nennt, könnt ihr euch gerne über meinen Link, liebe Leute. Vielen Dank, Werbung, eigene Sache, logischerweise. Ja, die beiden Dinger hier, das sind auch nur die Informationen. Das wird halt nicht der Mod sein. Das sind halt einfach, das wäre ansonsten geklaut, wenn man oder irgendwie hackt, keine Ahnung. Mario Hirschfeld war auch hier mit dem Map Cleaner schon wieder fleißig. Damit kann man ja so ein bisschen aufräumen, falls man mal irgendwo Sachen, Schüttgüter oder was auch immer noch irgendwo auf der Karte hat. In Klammern, Achtung, unrealistisch, dachte er so schön. Ein echter Gigant mit einer riesigen Arbeitsbreite, einem XXL-Füllvolumen, ein deutlich erhöhter Arbeitsgeschwindigkeit, ist ein perfektes Werkzeug für jeden, der große Flächen schnell und effektiv bewältigen möchte. Ja, wie gesagt, ne, um große Flächen, Achtung, unrealistisch. Extra mit der Warnung, liebe Leute, ist unrealistisch, nutzt es oder nutzt es nicht. Pitbull nochmal mit dem Schneidwerk, Feigenauswahl und erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bei Schneidwerken brauche ich nicht. Ne, und wer jetzt schneller mähdreschen will, ja, ne, wie gesagt, alles ist in Ordnung. Es findet immer Leute, die das gerne nutzen möchten. Auch wenn man selber das nicht nutzen möchte. Noch schneller vorspulen, Steinepaletten, ein paar Werbeschilder von New Holland in diesem Fall, noch ein paar Multifruit-Silos, Tracker, Shader und ich glaube, Expensive Prices, andere Preise, Western Iowa Machine Sheets, okay, das ist glaube ich so ein bisschen auch aus einer Karte vom letzten Jahr, Zilonga, Grandpa's Safe Game, noch eine Halle, New Holland C11, Safe Game River Bend Springs und ich glaube, soweit waren wir beim letzten Mal ungefähr, oder? Scorpio, nochmal wieder der Tankanhänger, ja, Vanilla vs. Out Mod, genau, der nicht hier, genau, haben wir auch, Greenhouse Pack haben wir gesehen, New Holland, meine, ja, okay, hier ist mein Pack, obwohl das ist das Update, Fett Produktionspack. Den Brandner Pack Farbauswahl, All Country Radios, Maussteuerung, anders, Park Vehicle, nee, soweit machen wir nicht, Park Vehicle, was ist das? Park Vehicle in einer meiner Lieblingsmods aus dem 22, ich habe den 25 integriert, ja, okay, das ist nicht der Originalmodder vielleicht, aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich empfehle hier keine pauschalen Mods, ich empfehle auch kein Modklau, wisst ihr, ich bin da selbst kein Freund von, bin ich selbst von betroffen, also von daher, ne. Hirschfeld, sein Ladewagen mit halt seiner Farbkombi und seinem Logo drauf. Amazone-Pack, wahrscheinlich dann auch einfach wieder größer, besser, schneller, schöner. Nochmal der Tanktrailer. Agrade, Hourly Income. Also da hat schon jemand, ach so, das sind diese kleinen, diese Spielautomaten. Und da kriegt man jetzt 80 Euro pro Stunde, oder 80 umgerechnet, was das auch immer für Währung war, 80 pro Stunde. Ein Bergmann-Pack, neue Sounds, Ladezeiten angepasst, Abladesound, Pick-Sound. Wie gesagt, ne? Gibt für alles. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Parking, Meter, Auto hier. Ach so, das ist auch lustig. Eine Parkstation, die stündlich Geld abwirft. Also nicht nur der Agrade-Automat, der Dattelautomat, sondern hier kann man praktisch eine Parkuhr irgendwo hinstellen und sich freuen, dass man Stunden pro Stunde Geld kriegt. Auch eine lustige Erweiterung. Ein kleiner Kalkproduzent und die Gewächshäuser nochmal ein bisschen wieder verändert. Eine Maschinenhalle. Wieder ein weiterer Grober, glaube ich, mit Flugfunktion, wenn man das vom Foto richtig erkennen kann. Gürtelpack, Ballenspieß, Rundballenpressen, Erweiterung, Ballen frühzeitig abladen. Also da sind wir schon wieder bei ähnliche Geschichte, wie wir vorhin schon mal gesehen haben. Oder der auch im Mod-Hub eben drin ist, ne? Der ist, glaube ich, auch aus dem, glaube ich zumindest, dass der gleiche ist. Muss man halt echt gucken, wie man eher traut und gut ist. Hier, ja, hier auch noch die Information mit den Sonderangeboten. Das sind die Mods, die es halt auch schon in den Mod-Hub geschafft haben. Das dauert natürlich da immer ein bisschen mehr. Es sind bestimmt schon diverse neue Mods eingereicht worden in den Mod-Hub. Die müssen aber da ja einen richtigen Test durchlaufen. Und das müssen diese Mods, die hier jetzt so drin sind, natürlich nicht. Deswegen gibt es natürlich auch viel, viel mehr Auswahl. Amazone Multifruit. Wieder der Steinesammler mit einer Füll-Configuration. Work Anywhere, das würde ich nicht empfehlen, also meiner Meinung nach nicht wahrscheinlich. Dieser Mod umgeht die Arbeitsaufforderung und Arbeitsanforderung, ermöglicht es ihnen, verschiedene Geräte bei Missionen zu verwenden, die sie sonst nicht erlaubt sind. Ich glaube schon, dass die, na gut, das mit dem Schwattmeer ist wahrscheinlich nicht erlaubt, das kann ich mir schon vorstellen. Ball Straw and Contracts, Gras überall mähen. Muss man gucken. Superpull, so ein Schild oder nee, ein Zugdings, ne, für hier um Holz rauszuziehen. Lime Extension nochmal, also nochmal eine Kalkerweiterung für diese Düngerstreuer. Nochmal irgendwie ein Drescher und Heater Pack, wo ein bisschen was verändert worden ist. Also wie ich schon sage, also du siehst, also überall sind Downloads, was ist er hier? Lamborghini Ursus. Okay, das schon braucht. Welcher Landwirt jetzt schon so viel Geld hat für ein Lambo? Respekt.
Highspeed Stump Grinder. Also hier kann man relativ schnell wohl die Stuppen wegfräsen. Das ist natürlich auch an sich gut. Collect Straw at Mission schon wieder. Also man hat ja teilweise Dresch-Missionen. Und wenn Stroh übrig bleibt, hat man hier tatsächlich auch schon wieder den Mod, dass man die Strohrissereien einsammeln kann. Haben wir teilweise auch im Multiplayer genutzt letztes Jahr. Und man muss immer mal reingucken, ob das Probleme gibt. Ne? Dann liest man manchmal schon, ja, okay, Error. Und wenn ihr selber jetzt Mods runterladet und da sind Errors drin, dann im Zweifel ja, entweder den Modder wenden oder mal gucken, ob man selber in der Logdatei lesen kann, was das ist. Summer Supper Schüssel. Man sieht nicht. Und schon die 8R nochmal hier ein bisschen, was weiß ich, anders gemacht, schicker gemacht, wie auch immer. Wahrscheinlich schneller, größer, stärker. Das sind allen möglichen Geschichten hier. Realistische Kabinansicht. Das ist den ich hier eigentlich auch nutze. Dass man sich halt nach vorne beugen kann und zum Beispiel ein bisschen besser gucken kann. Dann habe ich mit drin. Bisher habe ich echt noch wenig Mods drin. Ne? Ich sehe irgendwie 5, 6 Mods, die ich bisher aktiv habe. Ja, der Krampe hier. Was? Helfername, Helfer. Okay, kann man seinen Helfer einen Namen geben. Dieser Mod erleichtert ihnen das Leben, indem es den Fahrzeugnamen als Helfername festlegt. Diese Konvertierung eines meines Lieblings 22 Mods auf 25er. Ja, meistens ist wahrscheinlich das Skript einfach reinkopiert und fertig und gut. Also hier hat der Helfer dann praktisch AI-Worker MF857. Ist auch nicht ganz unpraktisch, wenn man mir gerade so im Single und viele Helfer am Start hat. Weiß man halt, wer gerade welches Fahrzeug gefahren ist. Ne? Das ist schon nicht unpraktisch. Multifrucht-Silo und mehr. Dieser Mod wandelt die Silos der Basisspiele in Multifrucht-Silos um. Außerdem fügt er endlosen Autos Kalk und Schweinefutter hinzu. Und Züge können jetzt alles befördern, was auch normale Anhänger befördern können. Das ist nicht ganz blöd. Aber wenn die müssen die Faktor, ja genau, macht schon Sinn, wenn man von A nach B das lagern möchte. Eine Multifunkantenne, Kartoffelernter, Zilonka bis großen, also ein Safe Game, wo jemand sich die Arbeit gemacht hat, auf Zilonka alle also Felder zusammenzulegen. Die Göwe mit Vorpresskammer. Multifruchtsilo gefärbt. Also praktisch das gleiche, nur mal ein bisschen gefärbt. Kann auch sein. Forbidden Mods Label Mod. Moin, hier vor allem Kleinigkeiten von mir. Bilder braucht es dazu nicht. In diesem Silo kann es alles eingeladen werden, ausgeladen werden. Uniform auf dem Multisit. Füllvolumen etwas höher gedreht und die Textur geändert. Ja. Geht auch. Blau, okay. Fix Production aktiv. Lässt die Produktionslinie aus. Und dieses Skript sorgt dafür, dass alle Produktionen beim Kauf erstmal aus sind und nicht an sind. Ja, nochmal die Ballenpresse in einer anderen Version. Wie gesagt, für viele Mods haben wir jetzt gesehen, gibt es auch schon Updates. Da muss man immer so ein bisschen gucken, denn vielleicht auch. Man kann auch sortieren nach Mais geladen, was natürlich ganz praktisch ist. Das ist der super starke Bauer. Hier ist der Place und Terraform Paint Anywhere. Der ist auch nicht ganz blöd. Da muss man natürlich trotzdem aufpassen, dass man keinen Quatsch macht, aber wirklich auch eine Empfehlung, klar. Und kostenloses Terrain und Paint, ja, kann man haben, braucht man nicht unbedingt. Ich finde, man sollte schon Geld dafür ausgeben, wenn man das sein Terrain ändert. Aber das ist meine persönliche Meinung, mein persönliches Gameplay. Nochmal Place Anywhere. Also da muss man sich schon entscheiden, will man den oder den. Beide wird man wahrscheinlich nicht brauchen. Und mein Modpack ist auch auf Seite 1. Wow. Vielen Dank für alle, die da schon mal... In das Modpack ist auf Seite 1. So, Modpack, das Produktionspack hat halt auch echt noch wenig Inhalt. Aber das habt ihr ja gerade eben zu Beginn des Videos gesehen. Ist alles in Arbeit. So, Fanpack. Contract Service Provider, also mit mehr Aufträge und der Storage Deliverer. Die Kabinansicht nochmal und gepresstes Stoppeln, wie gesagt, ist auch gut. Ist aber später eher empfohlen als Mod in Maps, weil man, wie gesagt, seine persönlichen Spieldateien ändern muss und da bin ich persönlich kein Freund von. Der Workshop, genau, das kommt jetzt demnächst auch von mir nochmal im Modpack mit rein wieder, die Werkstatt. Weil natürlich, wenn die Produktionsstätte der Werkstatt fertig ist, da vorne war ja der Platz, um noch den Werkstatt-Trigger zu platzieren. Also werde ich logischerweise beides auch wieder dann mit drin haben. Ja, bleiben wir lieber hier, ne, wo mein Logo ist. Von daher, liebe Leute, das glaube ich ist mal wieder eine kleine schöne Übersicht an Mods der letzten Tage. Eine kurze Info an, was ich gerade arbeite. Und ja, von daher, mich freut es auch, dass die Modding-Livestreams bei euch ganz gut ankommen. Das Ganze lade ich jetzt aber nicht speziell immer als Folge hoch oder so, sondern ist halt nur auf Twitch. Ich glaube, am Sonntag haben wir schon 2 Stunden rumgeeiert mit dem Werkstatt-Trigger. Und das habe ich euch, glaube ich, gerade eben gar nicht mehr gezeigt, weil ich dann abgebogen bin. Ich habe dann nochmal ein bisschen rumversucht und manchmal ist diese ruhige Minute, abseits denn des Streams, gar nicht so blöd gewesen. Und wir haben hier die Werkstatt und wir haben ja hier das Problem gehabt, was einfach die ganze Zeit nicht klappen wollte.
Und wenn man jetzt sieht. Ja. Und wenn ihr jetzt noch dabei seid und euch interessiert, welche Einstellungen jetzt nachher das ermöglicht haben, dass die Werkstatt das jetzt doch kann, schreibt es gerne in die Kommentare und schaltet sonst gerne beim nächsten Mal wieder rein oder in den Livestream. Ihr seht ja, nun funktioniert es ja doch. Die Werkstatt kann dann doch auch Bretter, Brot und Käse in Zukunft verarbeiten. Jetzt kann ich auch noch Butter mit reinmachen, damit es eine ordentliche Stulle wird. Ob ich die Dinger kann ich natürlich noch nicht so wirklich gut bearbeiten. Damit würde ich mir das Gebäude im Zweifel wieder zerschießen und das will ich auf gar keinen Fall. Also ich könnte jetzt nicht nur ein Käse-Display daneben machen, weil es wäre halt ein bisschen, ein Butter-Display, das wäre halt ein bisschen blöd, aber egal, ne? Also, ich bin ein bisschen vorangekommen, hoffe euch, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt da wieder einen kleinen Überblick und ja, ansonsten also vielen, vielen Dank fürs Reinschalten, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal, ne? Bis dann, vielen Dank und tschüss.